Ein trauriger Tag, meine Freunde. Ja, das heißt, Abschied nehmen, nicht von der Lead Time, ja, auch nicht von besonderen Themen, aber von meiner Xbox 360. Sie hat sich gestern verabschiedet mit einem E74. Thomas, du kannst auch nicht mehr, oder? Ich kann auch nicht mehr. Heute kam noch ein neues Spiel. Ja, ich kann nicht zeigen, welches es ist. Aber ich habe mich da seit 2008, mich drauf gefreut. Das hat alles keinen Sinn mehr, meine Freunde. Gar nichts. Ich meine, all die schönen Stunden, die ich mit dir verbracht habe, wenn du es im Himmel siehst, ich hoffe, dass ich bald bei dir sein kann. Ich versuche es jeden Tag. Hier, mein Näschen putzen. Ja, meine Xbox hat sich verabschiedet, aber es muss weitergehen. Es muss weitergehen. Es kann eigentlich nicht weitergehen, aber es muss. Na gut. Freunde einladen und Spiel abgreifen. Was hat das noch für einen Sinn eigentlich, dass wir das machen, Thomas? Gar keinen. Machen wir Schluss. Ich muss mich kurz fassen, Freunde. Lead Time, meine Freunde. Heute mit ganz besonderen Themen. Und zwar haben wir pcaction.de, Freunde einladen und Spiel abgreifen. Habe ich euch aufgerufen, hier Freunde einladen, Spiel abgreifen. Ein Spiel unserer Wahl. Ja? Gewonnen hat, sag mal eine Zahl zwischen 17. Sag mal eine Zahl zwischen 37 und 37. 38. 37 hat gewonnen. Mal gucken, wer es ist. Nee, 37 hat schon mal was gewonnen. Wir machen Lickedy, es tut mir leid. Lickedy. Tut mir leid, du hast auch schon mal was gewonnen. Du bist beim nächsten Mal vielleicht wieder dran. Sag mal eine Zahl zwischen 0 und... Du hast 17 gesagt, ne? Ja. Gucken wir mal kurz, wer die 17 ist. Die 17, wir müssen das natürlich noch. Der Player. Am Ende ist es doch wieder irgendein Kackspiel, was es zu gewinnen gibt. Ich will es trotzdem. Dann schauen wir mal kurz, ob er denn auch 4 Leute eingeladen hat. Ja, das können wir sehen. Anhand der, wo ist sie denn? Die Propagandamedaille. 4 Freunde per Einladungscode hat er eingeladen. Hat er Glück gehabt. Aber hat er recht? Kriegt er wieder nur in so ein Kackspiel? Ja, das stimmt. Also ich werde definitiv ein Kackspiel verschicken. Für ihn. Ja, ja. Wenn er es trotzdem haben will, ist ja schön. Wenn er es trotzdem haben will, ist ja okay. Dann, gestern kam noch hier Twilight Modern Warfare 2 Trailer. Ist ganz nett. Könnt ihr euch mal angucken. Ich habe jetzt nicht wirklich. Es gibt übrigens Gerüchte, dass der Typ aus Twilight, dieser Pisser, Spider-Man spielen wird. In Spider-Man 4. Und dass Michael Bay Spider-Man dreht. Ja. Halte ich jetzt nicht viel von. Aber ich halte ja sowieso von Spider-Man als Realverfilmung nicht viel, außer von denen aus den 70ern und 80ern. Weil die waren gerade die Jungs. Ja, Spider-Man gegen den gelben Drachen zum Beispiel. Oh, ist das nerdy. Ich mag's. Das kenne ich gar nicht. Ja. Nicht? Nee. Oh. Also wir haben ja die Zeit, ja? Ich sag mal so, ich bin einer von den wenigen, die wahrscheinlich den He-Man-Realfilm gesehen haben und den sogar noch zu Hause auf Original-VHS haben. Spider-Man 7. Spider-Man kenne ich nicht. Warte mal. Hier, schauen wir mal, The Deadly Dust. Ja, das war der richtige Spider-Man. Da. Man sieht kaum was, Freunde, oder? Aber hier... Na? Nicholas Hammond, das hatte was, oder? Ich werde es mal verlinken, dann müsst ihr euch das angucken. Spider-Man, das hatte noch Stil. Ja? In den 70ern, ich meine, du kannst einen Film, x-beliebigen Film aus den 70ern, einfach in deinen VHS-Rekorder legen, ja? Und anmachen. Und du denkst immer, es ist ein Porno. Aufgrund der Musik. Du denkst immer, gleich wird hier halt hart geht's los. Ja? Aber nein, Spider-Man, gute Sache. Mass Effect 2, Subject Zero Trailer. Grafisch ganz geil, aber Mass Effect hat mich jetzt... Ich verstehe, wie bei Dragon Age, ich verstehe, dass Leute voll drauf abfahren. Na, oder bei Risen, ich verstehe es halt. Ich sehe es auch, dass es gute Spiele sind, Mass Effect und Dragon Age. Ja? Aber ich sehe keinen Grund, weshalb ich mich 40 Stunden mit so einem Spiel beschäftigen sollte. Mir sind 10 Stunden meistens schon zu viel mit einem Spiel in einem Singleplayer.
Zum Beispiel Bayonetta, was ich gestern bekommen habe von Sega, was ich auch gespielt habe, ist brillant. Ja? Auch wenn es... Die Erinnerung bei der Xbox. Ja, immer sei. Traurig. Dann hier. Immerhin hast du es gespielt. Ja, Bayonetta auf jeden Fall kaufenswert. Ist schon wieder bei mir abgeschrieben. Dann Cryo Physics Deluxe. Ja? Download für ab 1 Cent. Ja? Ist wie bei World of Goo damals. Ist übrigens 1:1 der Text. Das ist echt? Ja. Nee, ich hab die schlechten Sachen rausgenommen. Ah, okay. Und zwar, Cryon, ich hab's hier sogar drauf. Wir könnten es vielleicht sogar gleich mal spielen. Es macht nämlich richtig viel Spaß. Du musst einen Ball immer zu Sternen bringen quasi und musst Linien malen, wo der Ball zum Beispiel langfährt. Das macht echt Spaß. Das ist ein schönes Spiel. Ja. Nur zur Info, du hast noch 4 Minuten. Ich mach heute extra ein bisschen langsamer. Ne, weil du ja noch User und Blog und bla bla bla. Okay, hier, Chris Trauert, ja, ich lese kurz vor. Rest in peace, geliebte Xbox 360. Dein Rott komme, deine E74 geschehe, wie im Juli, so auch im Januar. Und führe mich bald wieder in Versuchung, da ich niemals Casual Gamer werden will. Denn dein ist Xbox Live in Ewigkeit. Gamerscore. Ja, habe ich gestern kurz ein paar Verse geschrieben, muss man sich durchlesen. Dann herzerwärmend. Ja, dann User des Tages, ja, ist... Psyche, ich kann den Namen nicht aussprechen, die Selina, ja, ist 19 und hat vorgeschlagen, dass sie meine Mütze bekommt, ja, um dann in High Heels, das ist sie übrigens hier, diese Mütze, genau, das ist das Objekt der Begierde, ja, hier ist das Objekt der Begierde und da ist die Mütze, damit sie, ja, nur für euch Fotos macht in High Heels, Unterwäsche und meiner Mütze. Was hältst du davon? Bist du dabei, fantastische oder? Idee. Ja. Fantastische Idee. Fantastische Idee. Ja, deswegen Userin des Tages. Mütze gibt es demnächst, wenn ich sie nicht mehr brauche. Momentan ist ja noch kalt draußen. Ich wollte dir das auch mal vorschlagen. Das ist, wenn du mir die Mütze gibst. Das ist ein guter Zweck, eigentlich. Das ist der gute Zweck, von dem wir die ganze Zeit geredet haben. Ja. Dann hier Army of Two, The 40th Day, Koop-Spektakel-Trailer. Nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Spiel hätte, auf das ich mich sehr gefreut hätte, um es zu spielen. Ja, danke. Liebe Xbox. User des Tages, übrigens auch Chris. Ja, einfach weil er eine coole Sau ist. Hinterlasst ihm mal ein paar Freundschaftsanträge und sowas. Userin des Tages wieder Selina. Und was ich noch sagen wollte, Blog des Tages, Gruppe des Tages ist Tanz die Nutten, der König hat Laune. Ja. Von, gucken wir mal kurz, von Caro. Ja, von Agnes Loch. Ja, so heißt sie hier. Ja, wie dem auch sei. Freunde, die Leadtime geht zu Ende. Es war schön, ja. Es war traurig. Ich kann irgendwie gar nicht. Merkst du, mein Feuer in den Augen ist auch. Ist auch das Auge des Tigers verloren. Ja, das Auge des Tigers habe ich verloren. Es ist jetzt nur noch das Auge des Hasens. So. Gestern so eine schöne. Das Auge des Rammlers. Gestern. Wie Kanickel macht das? gestern noch so schön davon geredet, dass ich mich auf Army of Two freue und auf Darksiders, auf Bayonetta und dann stirbt bei der Xbox einfach. Hol dir einfach eine von hier mit. Ich will aber überlegen, ob ich mir eine zweite kaufe und mir einen ins Bad stelle, um beim Kacken oder beim Baden zu zocken. Tom hält es für eine gute Idee, was denkt ihr? Frag ich ja. Ja. Also macht, wie lange habe ich noch? Eine Minute. Ja. Dann verabschieden wir uns jetzt. Freunde, machen die 10 Minuten nicht voll. Ich trinke jetzt was, betrink mich wahrscheinlich gleich auch. Schreib gerade einen Horn-Guide, Heroes of Newest Guide, um das erwähnt zu haben. Bin noch fast fertig, geht gleich online. Und ich verabschiede mich mit den Grüßen an das Xbox-Support-Team. Bitte schickt mir meine Xbox schnellstmöglich wieder zurück. Ich vermisse sie, denn ich bin sehr verliebt in meine Xbox 360. Das beste Gerät aller Zeiten. Sollen wir vielleicht dieses berühmte Lied spielen, was es auf YouTube gibt? Time to say goodbye. Nein, mach mal YouTube an und dann gibst du mal. Wie lange haben wir noch? Xbox. Wie lange haben wir noch? Ring, 25 Sekunden, das schaffen wir noch. Den Ring of Death Song? Ja, genau, der ist ja super. Das Problem ist, ich darf ihn nicht zeigen, weil da Szenen aus dem Spiel drin vorkommen, das wir nicht zeigen dürfen. Ja, dann filme ich dich und wir lassen ihn nur in den Hintergrund laufen. Alles klar, ich sag schon mal tschüss! Wie lange haben wir noch? 8 Sekunden. Warte.